I should have reposition, right? It was like, yes. Wieso hart genug in den Schwarzen, oder? Ja, geht, ich bin Pommel nur da. Okay. Ich bin so hey, was ist Sverige in einer Karaoke-Bar? Du bist so ein guter Sänger. Am Steelway hatte ich meinen Premier als Karaoke-Sänger. Das ist ziemlich schief gegangen, muss ich so. Und ich meine, nicht, dass ich leider Musik will. Ich erinnere mich nicht noch, ob der erste Championat am Taekwondo. Du warst eben der Nächste, der mit Unschutz gekämpft hat. Ich auch noch mit Zahn. Ja. Nee, du hast am Taekwondo auch mal Kompetition gemacht. Das war nicht für dich etwas, was du just Selbstverteidigung willst machen oder für den Sport bist du auch immer aktiv. Da ja, also ich habe Taekwondo im Gewehr als Sport für Selbstverteidigung zu lehren. Weil ich eine schlechte Erfahrung hatte. Und ich muss hier schon etwas lehren, für Verteidigung zu können. Mir hat sich den Sport angefangen und. Ja, das hat wirklich das ist so mit Leidenschaft. Also in Flammen, wie es an der russischen Sport auf den anderen Facetten hat. Natürlich die Gelb, natürlich die Bei, die Formen, natürlich die Bumsehen haben wir das imaginär choreografieren. Dann kämpfen, also eben wirklich wettbewerb. Ein ganz wichtiger Punkt, also auf Taekwondo. Und dann eben Kassen. Von den Kassen her, ich werde mal gut demonstrieren. Naja, du warst schon gespannt. Was mir das ausgedrückt hat, was du so gleich musst machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dein Reihweis interessiert, wie bringt der Litzebäuer fertig, den Deutsch nicht als Formelspruch wird, in den Star, den Schauspieler in Deutschland zu gehen. Wie hast du das gemacht? Ich meine, das war der Puma. Das war ja ein Film, ein Fernsehfilm. Musste du schon so viele Schauspieler schon haben? Vielleicht kannst du das dir nicht gut erzählen. Wie hast du gegangen? Das Mieste, ich hatte halt Chance, dass ich in der Zeit relativ gut in der Form war und richtig war und auf einem guten Platz war. Und da sind wir über Casting gelaufen. Ich bin zufällig aus Berlin gewesen und ich bin immer gerne in die Casting gewesen. Ich war relativ flexibel an der Zeit. Ich habe ein Spagat gemacht, habe es gekickt und dann hat das ganz gut gefallen. Und dann beim zweiten Casting haben sie mir einen Text an die Hand gedrückt, so in der Spielrolle denke, oder der dritte Kerl, oder der neue Kerl, und dann okay, du bist dran. Und dann du hast vier Rollen und nicht eine große Ausbildung als Schauspieler gemacht? Nein, gut, ich habe es gemodelt, also ich hatte pure Erfahrungen für eine Kamera, für Tübingen. Ich bin nicht nur ein Puma, also ich bin Schauspielschule gegangen, ich bin mir nützlich. Ich hatte einen Mann, ich hatte keine Chance. Wie hast du das so bei einem Drehtag, oh, du nützt bei Staatsbeamten, wir können zwischen R und Ing gehen, zwischen, naja, ich würde nicht das Willi ausbauen. Du hast einen Film geschauspielt, du warst bei einer Küppe, die wir vorher noch im Ekran gesehen haben, wo du vielleicht ein, zwei Minuten siehst, ein, zwei Minuten Küppe im Fernsehen oder im Kinofilm, dann sprichst du da 10 Minuten Drehzeit. Das geht also sein Clip wird mich noch nicht zu Gesicht gedreht. Der Clip den Anfang 10 bis 20 Sekunden dauert. Also das viel habe ich gemacht. Es gibt viel Repetition gemacht von einer Ausstellung. Und, ja, jetzt in langer Zeit im Hangshaus ganz schön lang, weil ich schon so der Mensch muss übernehmen. Am Schlittschuhfuhr ist alles geleiert. Und der letzte Serie, wo man im Fernsehen gesehen hat. So war so schön, dann blüht mein Mann aus Eiskunstlauf genau früher. Mann. Miki, du sind wir schon beim Thema Sport. Schwarz Center am Taekwondo, Value Appreciation, die wusste schon ganz lange. Hast du Brett, als selbst zu weisen am Taekwondo? Ja, ich kann ja probieren, ne? Ich kann auch nicht, dass es klappt, das ist schon lange hier. Vielleicht gehst du mal, komm, wir gucken mal zwei Assistenten, bringen wir vielleicht ein paar Brüder auch mal zu. Am Taekwondo möchte ich den Zubruch, dass das so krasse Kulbrieder durchschlägt, wo du nicht drin geht, den dicken Baumstamm durchzuschlagen, wie wo dich drin geht, einen präzise, schnell, proper Technik zu demonstrieren. Das ist eigentlich der Sinn von der Plakate, die haben wir überall hängen, ne? Von dir, von diesem da. Du stehst mit so einem Mega-Kick. Nere-Chuggy. Weißt du, was der Nere-Chuggy hecht? Was der hecht? Ja, ja, das ist die Überraschung. Also, ich will das Nere auf dem Löwen nur innen hecht. Und Chuggy aus dem Kick und du mal das von Tanfeld schauen, wie du lernst, wo du lest. Weil da gebe ich mir vor, da kommen wir mal einen Bruchtest, machen vielleicht drei. Die David und der Flut. Atem wohl in den Brier dünn oder. Eigentlich ist das wirklich Spacken, ne? Nein, nicht mal Mikro.
Okay, zwei. Probieren wir uns. Die sind so gut, Dinge sind drei. Genau, das. Also, den hat er, wird schon vielleicht nervös gehen. Nee. Sei mal nervös, was ich gerne haben. Nee, nicht üben, ja. Also. Aber ich will das Mikro, da könnt ihr unhalten. So, da war das Nährenschein, ja, so, da hat man alle Götter gesehen. Da hat aus der Kick, wo so ein Bein riecht, ganz heiß hier, und Kraft aus beim Hof, und dann wird Brenner so durchgeschlagen. Zweite Tunnel. Ja.
ziemlich rasch und dann aus dem nächsten. Wir haben heute die Wünsche von Angst, dass wir noch eine Party rausraffen und dann mal die Nummer auf. Ey, hör los, was sind? Ich kann doch mal rausgefallen. Ich muss mal kurz. Das ist der Luca de Tomasso, der ist der Pionier am Taekwondo. Und Luca, sein Trainer, der möchte schon drüssig am Taekwondo. Hoi, Luca! So geht's da rein und von daher, ja. Ich merke mein, schon, du bist schon meine Überraschung für dich, ja? Und ich meine, das hat sich immer geregelt. Ich meine, wir sehen Meister, Schüler, da geht es immer um die Meister, die Schüler. Die wissen. Also, ich habe vielleicht ein bisschen vom Herzen, mehr, wir müssen noch etwas beweisen können. Und das wären zwei Ziele. Ziele? Von den zwei Zielen. Schulden mit einem von ihm. Sind das also Hollywood-Szenen, die... Nein, das sind echt Szenen. Voilà. Das sind echt Szenen, ja, wo die Mikroschien... Ich hab schon bei 30 Minuten zu weisen. Das sind echt Szenen, sie heißen nur im Amtkamera waren. Das sind echt Szenen. Okay, ihr Schattelbett. Schöne Hand von der strengen Hand frei. Okay, das sind richtig Szenen, die man gebraucht hat für... Chaminier zu bauen oder Häuser zu bauen. So wie die erste von mir, der nächste Fries muss man rein, wenigstens ein Foto machen, okay? Applaus an Micky und seine Ziele! So, richtig so, wir haben hier nur die drei Alaf vom Taekwondo, sondern einen Platzmacher für die Jungen. Ich gebe so, ne? Ich gebe so, Miki, du warst so geschwind, nein, kannst du gesehen, ich zusprung, und ich nach Rand, wir haben sich nur mal Taekwondo-Team, Fufi stellen!